Auf dem Gipfel der sieben großen Industrienationen, G7, in Kanada werden ohnehin extrem schwierige Gespräche mit US-Präsident Donald Trump erwartet. Der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, hat nun mit einer scharfen Formulierung zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Nach eigenen Angaben hält Kudlow Trumps Zollpolitik für einen der größten Reformprozesse im Welthandel der jüngeren Geschichte. Das Welthandelssystem ist kaputt, sagte er am Mittwoch in Washington. Viele Länder hielten sich nicht an die Regeln der Welthandelsorganisation, WTO. Die USA versuchten, das System zu reparieren. Die Welthandelsorganisation sei komplett ineffizient, fuhr Kudlow fort. Trumps Ziel sei es, die Handelsbarrieren in anderen Ländern zu senken, um die US-Exporte zu steigern und die Handelsbilanzen auszugleichen. Der G7-Gipfel wird überschattet von Trumps Entscheidung, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union, Kanada und Mexiko zu verhängen. Kanzlerin Angela Merkel machte am Mittwoch deutlich, dass sie einen tiefen Dissens im Verhältnis zu den USA sieht. Sie ließ offen, ob bei dem Gipfel überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommen wird. Auch Kudlow ließ dies offen. Dass nur der Gastgeber eine Erklärung abgibt, ist in der Geschichte der G7 höchst selten. Schon im Vorjahr in Taormina auf Sizilien, dem ersten Gipfel mit Trump, wäre das Kommuniqué beinahe geplatzt. Atomkonflikt mit Iran, großes Thema bei dem Treffen der G7-Gruppe, zu der auch Großbritannien, Italien und Japan gehören, soll es nach dem Wunsch des kanadischen Gastgebers diesmal auch um Gleichberechtigung, mehr Bildung für Frauen und Mädchen, Wirtschaftswachstum, Jobs in neuen Technologien und saubere Energien gehen. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich abgeschirmt in einem Luxushotel in Lamalbay in der Region Charlevoix, rund 150 Kilometer oder 2 Autostunden von Quebec entfernt. Die Kosten des Treffens werden Berichten zufolge auf etwa 400 Millionen Euro geschätzt. Wenige Tage vor dem historischen Gipfel Trumps mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Dienstag in Singapur wird auch der Atomkonflikt mit dem isolierten Staat in den Beratungen eine große Rolle spielen. Es ist vielleicht das einzige Thema, wo die G7-Partner dem US-Präsidenten den Rücken stärken dürften. Am Rande werden in Quebec auch Proteste gegen die G7 und andere Demonstrationen erwartet. Da auch mit radikalen Gruppen gerechnet wird, ist das Polizeiaufgebot massiv. Rund 10.000 Polizisten und Soldaten sind nach Presseberichten für den Gipfel im Einsatz.
Eine Gruppe rief zu einem Tag der Störung am Freitag auf.